1. Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute ein weiteres Brettspiel, Potion Explosion. Und ich bin nur der Gast von der lieben Lan 4. Ja, hallo. Die ich davon überzeugt habe, dieses Spiel mal zu spielen. Ich habe es auch als Brettspiel selbst noch nicht gespielt. Aber die App-Umsetzung hier ist fantastisch gelungen. Und deswegen werden wir uns heute duellieren. Ja, genau. Ich musste gerade unfreiwilligerweise das Tutorial spielen. Und ich bin jetzt natürlich sofort Profi durch das Tutorial. Also ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie beendet hätte oder so, aber... Offline-Portal? Ach, guck mal. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als wir damals diese Testpartie gestartet haben? Die ist jetzt immer noch hier drin. Ist ja lustig. Ach, lustig. Achso, ja, Mod könnten wir jetzt auch noch dazu tun, aber ich glaube, Lan 4 reicht. Ich weiß nicht, ob du auch eine andere Farbe aussuchen kannst. Du kannst ja auch selbst. Einhorn, oder? Warte mal, ich gucke nochmal durch. Was gibt's denn sonst noch? Nee, denn Einhorn. Gut, ich bleib bei Drachen, weil Drache schlägt Einhorn. Ist ja klar, das weiß jeder. Guck mal, wir können einen Professor und Tränke wählen. Okay. Ja, ich glaube, Professor, das kann sein, dass das nur bei der... Nee, gar nicht wahr. Nee, kann man, oder? Könnte ich tatsächlich Professoren wählen. Aber das habe ich selbst noch nicht gemacht. Und, ach, das verändert dann die Spielregeln, ich sehe gerade, ja. Genau. Ja, du kannst auch auswählen, welche Tränke zur Verfügung stehen. Mhm. Und hier, genau, hier siehst du die fünfte Zutat, das ist die Erweiterung des Spiels. Okay. Ja. Gibt es die schon? Die Erweiterung, ja. Mhm. Cool. Dann, die habe ich nur nicht. Also wir spielen das Spiel hier von meinem Account aus. Genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja. Viel zu erklären gibt es nicht. Wir müssen Kugeln nehmen oder Murmeln und daraus Explosionen erstellen. Und dann dementsprechend Zaubertränke brauen. Ich glaube, das lässt sich am besten zeigen. So, und zwar hier sind diese Kügelchen. Und das Coole ist, ich habe Standi extra gefragt, in echt, wenn man das Brettspiel hat, hat man die auch. Das ist voll cool. Also das sind dann keine Plättchen oder so, es sind tatsächlich Kugeln in so einem Ding hier. Okay. So, und jetzt zeigen wir euch mal, was mit Explosion gemeint ist. Ich hoffe, ich kriege das hin. Müsste eigentlich hier. Und jetzt, bam. Das sind die Explosionen. So. Genau, so bei zwei oder mehr Kugeln aufeinander knallen. So, dann kann man... eine Explosion. Genau. Und alles, was man kriegt, kommt hier rein, in diese Behälter. Man kann entweder, wie ich gerade gemacht habe, selber reinziehen. Man kann aber auch auf die Feiche klicken. Dann wird selber aufgefüllt. So, wenn ich jetzt noch Reste hätte, könnte ich die hier links in den Behältnissen noch speichern. Ansonsten würden die vergammeln. Aber ja, haben wir jetzt nichts mehr übrig. Also weiter. Jetzt ist natürlich Standi dran. Das hast du wunderbar erklärt. Ja, ne? Ich habe halt richtig gut aufgepasst, gerade im Tutorial. Man kann so kleine Hilfen benutzen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Die kosten 2 Siegpunkte, deswegen bin ich jetzt auch im Minus. Dann darf man sich eine Kugel auswählen, die dann allerdings keine Explosion auslöst. Und dann habe ich jetzt nochmal einen normalen Zug, wo ich eine Kugel auswähle. Und dann dementsprechend gucken wir mal, was passiert. Wow. Okay. Ach, der macht sogar die da hinten rein zum Speichern. Ach, interessant. Mhm. Ja, ich könnte mich jetzt natürlich umentscheiden und sagen, ich will hier den schwarzen haben, anstatt den... geht das überhaupt? Kann ich jetzt zurückmachen? Ja, es geht. Aber, ja. Ist ja das gemacht. Naja, gut. Haben wir eine schwarz-gelbe Mehrheit. Oh je. Oh je. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. So, wir brauchen ein bisschen Rot. Da, das ist doch perfekt. Oh ja, richtig perfekt. Guck mal, ich habe beide Tränke fertig. Und das Coole ist, Leute, diese Tränke kriege ich jetzt in mein Inventar. Und die vergammeln da nicht einfach nur. Wir können die tatsächlich sogar benutzen. Wow, das ist ja ein abgefahrener Trank. Und zwar hier wäre die Fähigkeit, du darfst alle Zutaten des Vorrates auf beliebige unvollständige Tränke verteilen, egal welche Farbe sie haben. Das ist natürlich mega. Und der hier, was kann der? Nimm dir alle Zutaten aus dem Vorrat deines Gegners. Ach, das ist der Diebetrank. Elixier der blinden Liebe, weil Standi dann einfach so sehr verliebt in mich ist, dass er mir einfach alles schenkt. Das ist, ja. Ja, so kann man das auch auslegen, natürlich. Also wie im echten Leben halt. So. Achso, ich muss natürlich jetzt neue Tränke auswählen, die ich herstelle. Vielleicht, warte mal, da ist sehr viel... Oh, man sollte sich vorher mal das Spielbrett angucken, ne? Damit man weiß, was da so ist. Du kannst unten links auf das Auge klicken. Da kannst du jetzt nochmal alles angucken, was du hast. Perfekt. Wobei Standi natürlich das gleiche Brett benutzt. Also wenn ich Pech habe, nimmt er mir genau die weg, die ich mir jetzt ausgucke oder so. Das kann natürlich passieren. Okay, wisst ihr was? Achso, man kann natürlich auch ein bisschen nach den Effekten. Und hier, das hier übrigens sind die Siegpunkte.
Oh Gott, ich und entscheiden. Ich nehme mal den da und vielleicht den hier. Du musst die einzeln anwählen. Oh, ja, stimmt. Hast du recht. So. Und das nochmal kurz zu erklären. Ihr seht hier oben diese Siegpunktmarken, diese Auszeichnung. Davon bekommt man eine, sobald man den fünften unterschiedlichen Trank gebraut hat. Das seht ihr auch hier an der 5. Mhm. Oder sobald man den dritten Trank von einer Sorte gebaut hat, kriegt man dann auch einen und sind alle weg. Dann wird die letzte Runde eingeläutet und das Spiel ist vorbei. Genau. Also ich habe keine Ahnung, aber ich sage einfach mal genau. okay. So. Jetzt habe ich auch einen Trank fertig gemacht. Sehr schön. Aber das hilft mir jetzt alles nichts. Nö. Naja. So, ich könnte mal... Ich glaube, der ist ganz gut. Davon noch schwarz hab. Wenn du mir nicht alles klaust. Gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt brauche. Ne? Ich glaube, ja, ich brauche auch schwarz, aber das bietet sich ja gerade auch nicht wirklich an. Oh Gott. Oh, ich habe eine Idee. Das da hätte ich gern. Genau. Ja, sehr schön. Super. So, dann füllen wir mal auf. Was kriegen wir da alles zusammen? Ein bisschen. Nicht mega viel, aber immer ein bisschen. Und wir können sogar noch was sparen. Ja, dann... Okay. Irgendwann sollte ich vielleicht auch einen der Tränke da unten benutzen. Ja, die rennen ja nicht weg. Die stimmt. Aber bei 6 ist Schluss, ne? Also dann ist das Inventar erstmal voll, ne? Ja, es gibt ja, glaube ich, es gibt ja nur 6 unterschiedliche Tränke, deswegen ist das ja begrenzt. Ah, okay, verstehe. Guck mal, was ich denn brauche. Ich brauche noch 3-mal Gelb. Hm. Gibt's nicht. Ah, gut, das ist machbar. Ist kein Gelb doch, dabei, Stani. Doch. Nee, das ist Orange. Ich frage jetzt nur, wie ich es dir kaputt mache, damit du keine Gelben kriegst. Kann ich eigentlich dich sehen? Kann ich dein Spiel erzählen? Ja, kann Sag ich. Mal. Ja, du brauchst auch Gelb. Ja. Gar nicht. Ja. Wie mache ich es dir kaputt? Das ist die große Frage. Stani ist voll farbenblind. Da ist gar kein Gelb. Das ist doch nur Orange. Ich verstehe gar nicht. Komisch. Mach dich nicht lustig, denn ich bin wirklich farbenblind, ja? Entschuldigung. Ja, bitte. Das geht auch. Okay. Interessant. Was meinst du jetzt? Was geht? Dass du einen von der Farbe rausgenommen hast und die dann auch aufeinander trotzdem noch. Ja. Das ist ja genau, logisch. Es muss ja nur auf einen gleichfarbigen fallen. Das ist ja egal, was man dann mit rausnimmt. Cool. Das ist ja voll cool mit Animationen. Geil. Voll die Hammer-Effekte. Ja, mega. Da kann sich Marvel noch eine Scheibe von abschneiden. Marvin? Marvel. Ach so. Obwohl, ist genauso bunt. Oh, jetzt holt er aber auf hier. Oh Gott, jetzt muss ich mich mal anstrengen. Naja, jetzt höre ich aber erstmal auf. Das soll erstmal reichen. Jetzt sind natürlich Machst du jetzt erstmal Urlaub? Die ich haben möchte. Ah, dann nehme ich aber dich. Und einmal dich. Dankeschön. Die nächste, bitte. Ja, stimmt. Wer sind dann eigentlich die Kunden? Wo sind und wo gehen man die Getränke hin? Ah, nee, wir trinken ja die ja selber. Stimmt. Und dass du Hogwarts Legacy spielst, ne, das bringt dir überhaupt nichts. Hast du jetzt keinen Wissensvorteil? Hier, das ist doch eine gute. Oder? Ja, doch. Vielleicht. Ja, doch. Mach doch mal das. Ich mach kleine Explosionen. Muss ja nicht immer so viel sein. Man kann es ja auch mal klein machen. So, ein Trank wieder fertig. Sehr schön. Haben wir schon 3 verschiedene Tränke geschafft. Können wir vielleicht auch mal... Du hast auch gerade einen benutzt, ne? Ich könnte ja auch mal eigentlich einen. Vielleicht. Du darfst alle Zutaten. Gut. Nee, das bringt gar nichts. Du könntest den Trank fertig machen, wenn du wolltest, dann mit dem. Aber ich habe ja keinen im Vorrat. Ach so, der nimmt auch die beiden. Genau. Ja, wisst ihr was? Komm, machen wir das doch mal. Schauen wir uns den mal an. Genau. Das muss jetzt halt händisch machen, rüberziehen. Na toll. Hätte ich das vorher gewusst. Okay, noch ein Trank fertig. Sehr schön. Und wieder ein anderer. 16, 15. Ja. So, fertig.
wir wählen einen. Oh, der sieht ja cool aus hier. Magnetische Anziehungskraft. Ist da was? Komm, wir machen mal magnetische Anziehungskraft. Schluck des Bodensatzes. Aha. Ach, muss ich noch einen? Stimmt, ich habe ja beide fertig gemacht, ne? Maximal eine zusätzliche Farbe von uns drei. Boah. Ach komm, nehmen wir hier den Bodensatz mal mit. So. So, darf ich jetzt wieder? Danke. Ja. Ach, diese Zauberlehrlinge. Furchtbar. Ja, warum hast du auch nur ein Labor in deiner Wohnung? Ja, ist jetzt wieder mein Fehler, ja? Ja, hättest du mal noch zwei Flaschen gekauft, dann könnte ich neben dir an dem Tisch sitzen und meinen eigenen Scheiß machen. Brauche ich denn überhaupt noch? Warte mal, ich nehme einmal... Nee, Moment. Nein, ach, jetzt muss ich dich nehmen. Nee, doch nicht. Hm. Nee, musst du nicht. Nee, Moment. Ich bin gleich soweit, ja? Guck, da kommt schon der Professor rein. Na toll. Wenn ich dich jetzt nehme, halt ihr aufeinander. Hm. Das ist schön. Ich nehme, fallt ihr aufeinander. Hm. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gedacht habe. Doch, das doch. Ist doch voll gut. Ja. Ja, manchmal muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Das ist mir als Mann nicht so gegeben. Ja, verstehe ich. Hm. Ja, ey, ich gebe es wenigstens zu. Also, hallo? klaust du mir das jetzt gleich, was ich hier habe? Nee. Ja. Oder? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob ich es brauche. Schauen wir mal. Dann kriege ich erstmal weiter. Ich weiß ja gar nicht, was ich gerade brauche. Und nimm mal das Einhörnchen, das ist doch voll cool. Warum nimmst du denn nicht das Einhörnchen? Also dieses bunte. Das hier? Ja, ist doch voll gut. Ja, aber brauche ich jetzt gerade noch nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Standi hat, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Darf ich oder bist du dann traurig? Ganz oben links kannst du auf meinen... Ja, aber darf ich den Tank benutzen oder weinst du dann? Ich bräuchte die tatsächlich. Ha. Nein, du brauchst die doch gar nicht. Doch, aber bist du dann sauer, wenn ich den benutze? Nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Ich muss ihn nicht benutzen, ich kann auch was anderes. Nein, benutze ihn doch, das gehört doch zum Spiel dazu. Du darfst den dann auch benutzen, wenn du den hast. Das passt halt gerade echt gut. Du hast tatsächlich die Sachen, die ich auch brauche. Wie riechen die jetzt? Ah, so. Dankeschön. Du hast mir sehr geholfen. Back dir ein Eis. Was? Back dir ein Eis? Mhm. Okay. Das habe ich auch nicht gehört. Strick dir eine Mofa, ist mir egal. So. Ja, jetzt sind wir richtig 90er Jahre. Back dir ein Eis, haben wir damals mal gesagt. Strick dir eine Mofa. Das kenne ich gar nicht. Ich glaube, ich bin zu jung dafür. Du kanntest ja auch bis vorhin kein Milli Vanilli. Doch, ich habe ja gesagt, als ich den Refrain dann gehört habe, habe ich es schon mal gehört, glaube ich. Bin ich echt so alt? Ah, furchtbar. Ich glaube, ja. Aber hey, ich bin auch alt. Ich kenne das Originalspiel von Pharao, also hey. Ja, stimmt. Das hast du jetzt ja gespielt, stimmt ja. Ja, das Remake. Ah, schön. Total schön. Also wahrscheinlich bin ich total nostalgisch verklärt. Das kann natürlich gut sein bei sowas, aber ich finde das Remake toll. Boah. Ich habe von dieser Reihe tatsächlich nur Cäsar gespielt damals. Cäsar? Das habe ich nicht gespielt. Aber ich glaube, davon dann noch alle Zeile. Also das war auch cool. Glaube ich. Cäsar und Zeus fehlen mir tatsächlich. Erster Kaiser fand ich am coolsten, das habe ich am meisten gespielt. Dann Ägypten fand ich halt auch cool in dem Ägypten-Setting, aber Cäsar und Zeus habe ich nie angefasst, weil ich glaube, da hat mich das Setting nicht so gereizt. Aber ich glaube, ich habe die Spiele auch nicht selber gekauft. Ich glaube, die hatten wir einfach, weil mein Vater sie wahrscheinlich gekauft hat. Gekauft in Tüttelchen. In was? In Anführungsstriche. Gekauft. So wie wir damals in den 80er Jahren unsere Amiga- und C64-Spiele gekauft haben. Also wir haben unsere Spiele alle gekauft, glaube ich. Ja, ich doch auch. Wir haben dann nur Originale uns ausgeliehen gegenseitig auf dem Schulhof. Ich weiß gar nicht, wovon Standi redet. Ich hört nicht hin, Leute. Hört nicht hin. Was brauche ich denn? Du lenkst mich hier voll ab. Was können denn meine Tränke? Nimm mal Zutaten dabei aus dem Spender, es werden keine Explosionen ausgelöst. Das ist ja wie die Zusatzfähigkeit hier fast, ne?
Aber das ist alles doof, was hier rumliegt. Das finde ich alles nicht so geil. Oh, vielleicht so und dann so und so und... Ja, okay, das war jetzt nicht so schlecht. Ja, man muss ein bisschen größer denken, ne? Man darf nicht nur an das Erste denken, was man macht. Man muss sich wirklich die ganze Reihe angucken und gucken, was danach noch passiert eigentlich. Du hast den ersten Victory-Token bekommen. Was? Oh, yay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wieder zu viel gequasselt. Ich möchte gern den blauen dann noch haben. Dann habe ich drei verschiedene. Das finde ich besser. So. Okay, dann so. Ihr seid... Tschüss. Und ich möchte gerne... was möchte ich denn jetzt? Wir haben blau und schwarz. Wisst ihr was? Nehmen wir den hier. So. Mhm. Oh, bin ich schon wieder dran? Ja. Erinnert mich ein bisschen, aber nur wegen den Tränken. Also hatte gar nichts mit dem anderen Spiel zu tun, was wir mal gespielt haben. Aber ich muss trotzdem gerade wegen den Tränke brauen, muss ich ein bisschen an das Hexenspiel denken, was wir damals gespielt haben. Mit der ganz furchtbaren Steuerung. Wollten wir auch mal zu Ende spielen, ne? Wir hatten ja nur noch die Endgegnerin und die war, das war ja so unglaublich chaotisch. Das ging ja gar nicht. Also ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, damals waren wir ja gerade drin und haben es nicht geschafft. Da sind wir jetzt auch viel zu lange raus. Ja, ja, ich glaube, da muss man voll dabei sein, weil ich glaube, das ist nicht richtig machbar. Also ich weiß nicht, die Steuerung war ja teilweise einem auch so im Weg. Ich war ja schon erstaunt, dass wir es überhaupt bis zu dem Endgegner, der Endgegnerin geschafft haben. Da hatten wir ja auch einiges mit Grinding gehabt. Ja, nee, wir waren das mal nach Prozentzahl. Irgendwie, da hatten wir nur 98%, dann müssen wir 100% schaffen. Also auf jeden Fall mussten wir wirklich viele Level zigtausend Millionen Mal machen, gefühlt. Deswegen, wir hatten ja echt viel Geduld. Also, wow. Ja. Nee. Der erste Gedanke ist meist der richtige. Was macht der hier? Nimm dir zwei benachbarte Zutaten unterschiedlicher Farben aus derselben Kugelbahn des Spenders. Oh Gott. Das werden... Achso, da kann ich zwei nebeneinander? Okay, komm, machen wir das doch einfach mal. Was Besseres weiß ich jetzt auch nicht. Wir müssen die Tränke auch übereinander, benutzen. Übereinander, ne? Übereinander. Aus der gleichen Kugelbahn. Gut. Dann... Was nehmen wir so Schönes? Ich weiß auch nicht genau. Man müsste das wahrscheinlich machen und vorplanen, damit man danach geile Explosionen auslösen kann. Das wäre wahrscheinlich klug gewesen. Ja. Aber so klug bin ich denn doch nicht. Was brauche ich denn so? Huch, warum ist der hier ausgegraut? Das ist ja seltsam. Ach so, weil ich nicht die gleiche Farbe nehmen dürfte. Wahrscheinlich. Deswegen ist der ausgegraut. Okay, verstehe. Ist da was? Ich weiß es gerade einfach nicht besser. Ich nehme einfach die beiden hier. Weil es die Farben sind, die ich gerade brauche. So, renn da mit euch. Und dann kann ich jetzt aber immer noch selber was machen, oder? Der Trank geht ja nur für sich. Hast du denn deinen Zug noch nicht gemacht? Nee. Deinen ganz normalen? Nee, habe ich nicht. Hast du doch schon, oder? Nee, das, ich habe jetzt nur den Trank benutzt. Und jetzt kann ich ja noch was Eigenes machen, ne? Ja. Okay, Ja. Wow, ich bin richtig gut hier. Komm. So, eine kleine Explosion zumindest. Dann rein mit euch. Ein Trank ist zumindest fertig. So, dann suchen wir uns einen neuen Trank aus. Jetzt habe ich alle einmal gemacht. Sehr schön. Dann nehmen wir uns... Wisst ihr was? Wir machen jetzt richtig hier in die Vollen mit dem 10-Siegpunkte-Trank. Das schaffen wir. So. Wir meinen es jetzt richtig ernst. Oh, ich darf mal wieder. Das ist ja super. Nutz mal deine Tränke. Du hortest die. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich brauche jetzt aber erstmal, ich brauche nur so viele rote. Wo soll ich die denn hernehmen? Hm. Da gerade nicht so viele rote drin. Das ist natürlich wieder super. Nee, stimmt. Ja, komm. Zack, zack.
Gucken wir mal, was übrig bleibt. Kann ich hier unten dann nehmen. Das passt gerade, weil von jeder Farbe einer da liegt. Stimmt. Tatsächlich. Nicht schlecht. So, na gut, ihr seid über, das ist klar. Jetzt brauche ich noch einen roten. Dann nehme ich dich, um dich zu wiederholen. Hier, hallo. Achso, ja, funktioniert genau. Das. Okay, cool. Dann habe ich nämlich den roten schon mal weg. Das ist gut. Dann kriege ich nämlich jetzt auch meinen ersten Sieg-Badge. Punkt, Dingsbums. Wie kriegt man jetzt die anderen zwei Siegpunkte? Dadurch, dass du... Also entweder, wenn ich jetzt hier den fünften noch schaffe, den fünften Trank, dann würde ich wieder einen kriegen. Oder halt für jeden dritten Trank, den du gemacht hast. Jeden das war jetzt der dritte Trank, den ich... Okay. Also zwei, wie gesagt, gibt es jetzt noch. Und, ne, habe ich ja damals erzählt, guck mal, wie sich hier die Nacht verändert hat, der Tag. Total super, ne? Klasse, also, was das Spiel alles kann. Jetzt überlege ich aber trotzdem gerade. Das bringt mir jetzt leider gar nichts. Können wir jetzt noch einen blauen nehmen? Da brauche ich noch zwei rote. Komm, das machen wir. Es ist immer gut, wenn man so den Gang, den man jetzt machen möchte, vor Augen hat. Und der Zuschauer zu Hause überhaupt gar keinen Plan hat. Was erzählt denn der da? Also ich kann dir folgen. Ich verstehe vollkommen. Nicht mal ich kann mir folgen. Nicht? Ha. So, den blauen bitte. Einen schwarzen. Dann kann ich jetzt den letzten Trank nochmal benutzen. Das wird mir jetzt wahrscheinlich auf die Füße fallen, dass ich jetzt alle benutzt habe. Am Ende werden die fehlen. Kann ich ja hier irgendwo eine Combo kaputt machen? Ich weiß ja noch nicht mal, was ich will. Ja, es kann ja sein, dass hier irgendwo so eine super krasse Combo rumliegt und dann... So, mit dem nächsten Siegpunkt-Badge. Beim letzten dann? Oder beim nächsten wird dann die letzte Runde eingeläutet. Und natürlich kein Trank, den ich brauche. Das ist unschön. Ach, jetzt verstehe ich, warum du die ganze Zeit die gleichen gemacht hast. Um die Dreier da fertig zu machen, natürlich. Voll intelligent von mir, ne? Ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte einfach nur alle Tränke hauen. Und dann noch so einen fetten. Naja, okay. Ich tue mich übrigens gegen die KI super schwer. Also da gewinne ich vielleicht von 10 Partien 2 oder so. Echt? So krass ist die? Wow. Ja, und das ist doch ganz, auf ganz normal oder auf einfach sogar. Wow. Oder ich tue mich halt in dem Spiel schwer, aber ich mag es halt mit den Explosionen und so. Deswegen spiele ich es gerne. Ist ja egal, ob man gewinnt. Das stimmt. Oh, guck mal. Hier krieg ich 3. Boah, geil. Ich könnte ja auch noch. Ich habe ja doch ganz viele Tränke. Was waren hier noch so? Maximal. Nee, das lohnt gerade nicht, ne? Das ist das unten. Ja, gut. Doch, ist super. Das musst du jetzt benutzen. Ja, total. Im Spenders werden keine. Hier kann ich irgendeine nehmen. Na, dann machen wir das doch. Wir nehmen uns mal eine. Ist ja eh ohne Explosion, ne? Dann nehme ich jetzt einfach mal so eine hier. Die brauchen wir nämlich. Ich hätte auch die rote nehmen können, dann hätte ich den Trank fertig gehabt. Aber gut. Ich wollte jetzt gerade sagen, warum nimmst du nicht die rote, aber naja. Weil ich gerne immer beide Tränke gleichzeitig fertig mache. Ah, okay. Aber guck mal, ich kann ja das nochmal machen. Der hier, war das der hier? Ja, ne? Da kannst du einen einzelnen nehmen, ja. Genau. Dann machen wir das nochmal. Und dann nehmen wir uns noch einen roten einfach. Nehmen wir einfach mal hier irgendeinen raus. So, haben wir den auch. Sehr schön. So. Ich könnte sogar den noch benutzen, ne? Ja, aber so, bringt ja jetzt ja nichts. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Und der ist auch Quatsch, also sind wir durch. Cool. Okay, wenn es darum geht, dass ich 3 von einem brauche, dann müsste ich jetzt den hier nehmen. So. Schön. Wir machen hier halt wirklich hübsche Qualitätstränke. Im Gegensatz zu Standi, der hier nur so einen quantitativen Mist raushaut. Nee. Also das ist nur vom Feinsten hier. Naja.
jahrelang gereift und so, ne? Jahrelang gereift, gerade hergestellt und dann schon über die Theke geschmissen. Schon direkt dem Kunden in den Rachen. Aber mit Liebe. Gebt nochmal. Ja, dich brauche ich nicht, aber. Egal. Da schon wieder der Professor. Der ist gruselig. Viele Explosionen. Zum Spielende auslösen bräuchte ich den. Mhm. Wirst du wahrscheinlich schneller sein, vermute ich mal. Ach so, und man muss ja nicht nur Spielende auslösen, man braucht ja auch noch mehr Punkte als der andere, ne? Es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich das Spielende auslöse und dann hast du mehr Punkte als ich. Fällt mir gerade so auf. Ja, das, macht Sinn, oder? Na, ich kenne mich. Ich mache das dann voll motiviert und dann habe ich nachher 5 Punkte und du 20. Naja, noch ist alles eng zusammen, also... Tatsächlich. Mhm. Okay, jo, was machen wir denn jetzt Schönes? Wir brauchen das hier ja eigentlich gar nicht, das da unbedingt. Außer, wenn man den Trank gerne nutzen wollen. Wir bräuchten dafür Blau und Gelb. Ja, gut. Mhm. Das war aus Vorräte ummünzen, bringt uns nichts. Und der hier, ja, da haben wir gerade hier ein bisschen Pech unten. Ich krieg kein Gelb so gut, ne? Nur ein. Und das war's dann auch schon. Dann holen wir uns vielleicht einfach erstmal die Blauen, würde ich sagen. Und zwar so. Dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir halt Gelb irgendwie noch rankriegen. Das wird natürlich schwieriger. Achso, wir können, wir hätten natürlich auch hier so ein Dingens nehmen können. Aber jetzt bringt mir das, glaube ich, nicht mehr so viel. Also ich könnte hier eins rausnehmen. Bringt das was? Dann würde ich eins rausnehmen, dann hätten wir 3. Dann wären wir aber immer noch nicht am Ziel. Nee. Das bringt uns tatsächlich nichts. Huch, warte mal, Standi, kann ich mal ganz kurz die Maus haben? Was ist denn hier los? Ja, gute Frage. Vielleicht sind keine Kugeln mehr da. Oh, das nee, geht. Obwohl, das geht. Nee, das geht ja gar nicht. Ist das ein Bug? Also, das ist mir gerade aufgefallen. So sein soll, weiß ich jetzt gar nicht. Oh, ich guck mal gerade. Ja, gut, man muss jetzt davon ausgehen, du hast jetzt Kugeln hier drauf liegen, also rein theoretisch beim Brettspiel. Hm. Ich habe jetzt Kugeln hier drauf liegen und habe noch welche im Vorrat. Es kann sein, dass die jetzt erstmal aus sind, die Kugeln, ja. Ach, krass. Hm. Verstehe. Und mal gucken, ob jetzt was passiert gleich. Ja, guck mal, da kommen sie schon nach, ja. Hm, tatsächlich so. Oh, guck mal, vorbei. Es hat geläutet. Mhm. Es ist Mitternacht. Du hast jetzt noch einen Zug. Achso, ich habe noch einen. Ja, aber ich bin ja auch noch nicht fertig. Mhm. Jetzt kannst du quasi auch noch Punkte trotzdem weiter noch suchen. Ja, ich kriege den Trank, glaube ich, ja noch fertig. Mhm. Das richtig sehe. Cool. Okay, aber das Gute ist, ich habe es jetzt verstanden, glaube ich. Also ich habe jetzt die Runde auch gebraucht, um es ein bisschen zu kapieren. Jetzt habe ich es, glaube ich. Also jetzt weiß ich, worauf es so ein bisschen ankommt. Am Anfang dachte ich noch, ich mache einfach mal von jedem Trank einen. Ist doch hübsch. Jetzt weiß ich, dass man so da nicht weit kommt. Yay. Achso, ja, du hättest wahrscheinlich mich nicht mehr einholen können, deswegen ist jetzt Ende. Achso, okay. Das ist aber auch okay. Schön. Oh, ich mag das. Das ist zwar sehr ruhig, das ist jetzt nichts für die, die jetzt Action und Bum-Bum und so wollen. Ja gut, ein bisschen Explosion, aber ist halt eher ein entspanntes Spielchen für zwischendurch, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, so eine Explosion nach der anderen hier. Ja, stimmt eigentlich. Also wir machen jetzt Michael Bay hier ganz schön Konkurrenz, ne? Mann! Wie war es nochmal? Gewonnen, verloren. Oh. Ja, hast gut gespielt. Und ab der zweiten Runde gewinnst du dann ja auch wieder regelmäßig. Das kennt man ja. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues, dass ich die erste Runde gewinne und dann. Ne. Wir schauen mal. Ich meine, wie gesagt, jetzt habe ich es so einigermaßen, glaube ich, verstanden. Also ich glaube, so in der nächsten Runde kann ich dann mit einer Strategie ankommen. Außer die Kugeln sind total scheiße. Dann kann man auch nichts machen. Okay. Dann auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem netten kleinen Spiel hier haltet. Ob ihr das vielleicht auch schon als Brettspielversion kennt und ob ihr das mögt. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bye bye. Tschüss.